Hurra, die Gams! Servus, Berggams! Grüß euch, Leute! Welcome back zum Lousy Livestream von Hogwarts Legacy. Ich hab mir gedacht, das passt perfekt. Ich muss das scheiß Wetter wieder mal ausnutzen. Es regnet in Strömen, es blitzt und donnert. Ich hoffe, das beeinträchtigt die Leistung meines Internetzes nicht. Warum aufgehört? Ja, wir haben im letzten Stream eine Quest erledigt. Die war so unglaublich schwer, so einen extrem schweren Kampf gegen die Ladenbesitzerin, gegen die ehemalige Ladenbesitzerin, muss man ja sagen, weil jetzt gehört der Laden ja uns, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Bosskampf, wie auch immer der dann später ausschauen wird in dem Spiel, schwerer sein wird. Also ich glaube, das war der schwerste Kampf im ganzen Spiel. Der Laden, den wir jetzt besitzen, der war teuer, er kauft somit mit dem Kampf. Was haben wir gesagt, machen wir als nächster. Wir besuchen da die Poppy. Ich glaube, in den drei Besen wartet der auf uns. Das muss ich mir noch mal kurz anschauen. In den Aufträgen. Ja. Ich soll sie in den drei Besen treffen. Und das machen wir aus dem Grund gleich, weil wir ja gesagt haben, wir sind sowieso schon in Hogsmeade und da bietet sich's an, dass wir die Poppy in Hogsmeade auch aufsuchen, wenn wir sowieso schon da sind. Ja, und wie schon gesagt, die wartet in den drei Besen. Das sollte da normalerweise noch einen Eingang haben. Achso, da komme ich ja wieder nicht obi. Das ist ja dann der erste Stock. Ich kann nicht obi springen. Dann will ich da eine Runde machen. Und den normalen Eingang benutzen in die drei Besen. Und der will wieder irgendwas wegen Drachen von uns. Wir könnten doch auch ein Quest auslösen. Da ist der Questmarker, aber mich interessiert jetzt die Poppy momentan mehr, die immer so brutal mit uns flirtet. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin! Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Hm? Und wir sollten das Ei zurückgeben. Ja, bin ich dafür. Weil das Ei habe ich, glaube ich, noch immer bei mir im Inventar. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Jetzt kommt's. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist er hinter dir her? Der Professor Fick hat uns, glaube ich, gebeten, dass wir nichts verraten sollen. Jetzt weiß ich gerade nicht, was wir da machen. Aber ich glaube, mittlerweile können wir ihrer schon vertrauen. Nein, ich sag trotzdem nichts. Wenn es für dich in Ordnung ist, behalte ich das lieber für mich. Zumindest fürs Erste. Verstanden. Ja, sehr. Jeder hat sein Geheimnis. Diplomatisch. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. So ist es. Berggams, du hast recht. Ich weiß, wo sie ist. Wie schaut's bei dir aus, bei Tears of the Kingdom, was du gefragt hast? Die Leute reden immer noch davon, wie sie den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Das hat Eindruck hinterlassen. Das heißt, sie geht jetzt so weiter auf Forschungsreise sozusagen, was in Drachen angeht. Und das ist heißt, ich kann jetzt ganz, ganz wichtig das nächste Quest mit Sebastian aktivieren. Weil der hat ja die unverzeihlichen Flüche für uns und der nächste unverzeihliche Fluch ist ja Imperio. Crucio haben wir schon gelehrt bekommen. Den hat uns ja der Sebastian höchstpersönlich gelehrt und auch an uns angewendet. Und ja, Imperio, wie gesagt, wartet noch auf uns. Gefolgt von ist, sich da drin umzusehen? Avada Kedavra. Weil wir unbedingt die Anne, seine Schwester, heilen. Gut.
Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Fleißig. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Anne, okay. Ich glaube, der heißt Anne. Das habe ich ganz vergessen. 160 Stunden, das heißt, du hast die Main Story schon abgeschlossen und du hast nur danach noch weiterspielen oder willst vorher alles im Großen und Ganzen machen, bis den einmal gefreut und dann die Main Story abschließen. Stand noch was im Bericht des Schülers. Das wäre schon gut, wenn wir wissen, was da auf uns zukommt. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Mhm. Na dann, gehen wir's an. Erkunden wir die Katakombe. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Mhm. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Im Schatten der Zeit. Da mein Schülerbericht jetzt da. Rudeza und Pipergirl, grüße euch, servus. Zweiteres, ja. Ich hab's auch, bei Breath of the Wild habe ich es auch so gehalten. Nachdem ich die Story dann fertig gespielt habe, habe ich mich auch nicht mehr hingesetzt, weil es uninteressant ist. Vorher so viel wie möglich. Ich habe jetzt eh wieder mal viel Lust gehabt, aber dann hat es mich nicht gefreut, weil es so warm war. Und, okay. Boah. Wie schaut es mit dem Stecherfips aus? Hast du mit dem einmal geredet? Wie weit er ist? Was sagt der Schülerbericht? Die Arbeit in der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren, war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bericht hinter dem verfallenen großen Saal inmitten der umgestürzten Sarkophage habe ich ein seltsam geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort seine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Okay. Ich muss jetzt ganz kurz nur da. Üben. Ich hab jetzt so ein bisschen den Verdacht, dass da Inferi auf uns warten. Okay, zwei Schreine. Mir fehlen noch viel. Mir fehlen echt noch viel. War mal auf einem guten Weg, aber jetzt habe ich schon so lange nicht mehr gespürt, dass ich wieder eine finden müsste. Und das Ganze, finde das Relikt. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Bin ich mir auch sicher. Es sind sicher keine Inferi. Aha, na gut. Er kämpft und nichts fleißig mit. Das ist das Praktische an ihm. Er ist nicht nutzlos im Kampf. Ich meine jetzt gerade schon, weil jetzt hat er gar nichts mehr da. Aber siehst du, jetzt ist der wissen wir, dass wir nicht allein sind. Einfach furt. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Bin immer sicher. Sind keine Insekten. Schon gut. Okay. Ist eine Schatztruhe drinnen. Wie geht's euch? Hypergeil Rudeza. Wir sind aus da ist ein Spinnchen drin. Ich denke, wir haben anders viel zu öffnen. Okay, wir haben da. Ja, da ein Durchgang. Und da habe ich das zum Draufklettern. Aber da geht es noch weiter runter. Ich glaube, dass das eher optional ist. Und das richtige Rätsel ist oben. Ah, da ist auch wieder Dings. Eine Tür.
Boah, das ist jetzt ganz schön. Okay, vielleicht ist doch oben. Er ist nämlich mitgekommen. So, brauch da Akio. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich meine, ich habe die Wochen Urlaub. Also momentan. Dann lassen wir das einmal da. Aber es gibt ja immer genug zum Tun, so ist es nicht. Aha. Eine Truhe an einem Quidditch. Total unverdächtigen Ort. Ausrüstungsregal, okay, mehr ist da gar nicht. Also es ist halt cool, dass in so kleine Dungeons trotzdem optionale Sachen drinnen sind. Ui, da wartet noch ein bisschen was. Warte mal. Ah, wieso kann ich auf die Spinnen nicht? Sind die unbesiegbar oder was? Okay, das tut dann einfach nichts, das sind unzerstörbare Spinnen. Ich darf da jetzt wirklich nicht vergessen, wie es da weitergeht. Also da war da die Tür mit. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Die ich aufgemacht habe. Hahaha. Super. Haben wir mal eine mit. So. So lebt der noch immer. Ich sollte eigentlich. Okay, die passt. Die ist verbrennt. All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme. Viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Wo bin ich jetzt? Oh, das macht ja nichts. Oberkommen? Dann ist das optional, sehr gut. Blutrote Fedora, also ein Hut. Ein Indiana Jones Hut. Aber der schwächt mich nur, den brauche ich nicht. Also die Wege, die ich mit Zauber erkunde, das sind immer die optionalen. Das heißt, das ist der richtige Weg. Ah, warte mal, wo ist denn die Truhe? Unten. Da wartet noch eine Spinne. Warte mal, wenn ich mich da jetzt unsichtbar mache. Dann will ich da gleich meinen Vorteil haben, oder? So einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Jo, red's ein bisschen mehr noch. Ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Recht habt's. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Das muss ich irgendwie anders aufkriegen. So, dann gehe ich da jetzt trotzdem den regulären Weg nach unten. Schauen wir mal, ob die Spinne mich. Wo wartet die Spinne? Da drüben ist die eingesperrt. Also, er ist sowieso schon sichtbar. Hier beim Altar ist etwas. Confringo. Expelliarmus. So, jetzt ist der mal fort. Das mache ich erst ganz zum Schluss. Vorher mal alles aufklären, was geht. Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Aha, jetzt haben wir wieder Knochen. Ach hier. Die Knochen, die muss ich wahrscheinlich mit ausnehmen. Was sind auch noch alles? Sch-
Schülertagebucheintrag. Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen, und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss von meiner Treue zu den Regeln stehen, muss vor meiner Treue. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben, ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwende ihre Gebeine als Schlüssel. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperius-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Ja, wie wir festgestellt haben. Was ist das? Wir lernen da die drei unverzeihlichen Flüche für die Quests mit Sebastian. Gut, da ist ein Skelett, da ist ein Skelett. Und da drinnen ist ein Skelett. Wir sind weit gekommen. Doch es gibt noch mehr zu tun. Was ist das? Das sieht erst richtig verdächtig aus da. Das sind Alraunen. Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Schauen wir mal, da sind Alraunen. Ach, was ist Thomas? Das kennt ihr auch hinten. Ins Hände. Das merkst schon mal nicht. Könnt ihr raufklettern? Nein. Das sind wieder Knochen. Interessant. Wir nehmen jetzt ständig bedruckt etwas Arsch hin. Was ist mit den Gebeinen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was ich mit den Knochen tun muss. Muss ich da eine Knochenbrücke bauen oder was? Na? Wo kann ich die auch nicht platzieren? Und die kann fix nicht zurückgehen damit. Na, du lässt das aus. Na gut, dann reden wir vor allem in Sebastian, bevor wir da jetzt da unnötig Zeit verschwenden. Vielleicht kann ich das Rätsel eh nur mit ihm. Lösen. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt. Und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag, vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Gehen die da her, oder was, die Knochen? Pass auf. Ach hier. Ja. Ich tue da mal da her. Oh ja.
Also eins ist schon mal da. Wo war jetzt schnell das zweite Gebein? Da drüben. So. Das heißt, ich muss da alle Knochen zusammentragen oder reicht das schon? Und es sind noch weitere Barrikaden. Na, ich glaube, ich muss einen Bogen. Ich muss einen Bogen draus machen. Das wird der Witz dahinter sein, ja. Dann haben wir gesagt, da war noch. Ja, servus, servus! Grüß dich! Dann haben wir da noch ein Gebein. Das nehmen wir noch mit. Ja, das baut den Knochenbogen weiter. Es hat geklappt. Jawohl. Passt, das ist immer der erste. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Hahaha. Guter Witz. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperius-Fluch. Mhm. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Oh Mann. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Sicher will ich ihn lernen, ich will nur nicht einsetzen. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Oh je, es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Wie schaut der Zauber aus? Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Boah, das ist aber wirklich bis jetzt der komplexeste. Das Zeichen für die Fantastic Four fast. Das Symbol ist cool. Das klingt nach Ärger. Kopf mit. Das war jetzt mein Nummer 1. Jetzt ziehen wir mal alles an und schauen nach. Aha. Das ist da. Aber da geht's nicht weiter. Der Weg ist versperrt. Da bin ich jetzt eingegangen. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast? Das ist zu nett von dir. Selbstredend. So, bauen wir da das erste auf. Also jetzt sehe ich erst, dass da verschiedene Zauber drauf sind. Also, nein, es sind gar nicht verschiedene Zauber, es sind verschiedene Symbole. Also da ist das viereckige und das komische, das ist da. Das hat geklappt, weiter so. Was, dann haben wir die Knochen. Und dann haben wir da das Symbol. Und das. Da ist eine Truhe drinnen. Aha, da war diese Spinne. Ein giftiger Bote. Tschüss. Und dann brauchen wir noch das Viereckige und den Kreis.
Und den Kreis, der da ist. Das war ja echte Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Passt. Jetzt möchte ich nur ganz gern. Da warte da eine Spinne drüben. Das habe ich nämlich noch nicht untersucht. Ins Händchen. Komm, trink. Ins Händchen. Komm, trink. Ins Händchen. Komm, trink. Ins Händchen. So, oder? Ich wusste nicht, dass Spinnen so eine Sauerei machen. Bisschen dramatisch, oder? Ins Händchen. Revelio. Okay, da haben wir Schatzkammer sozusagen. Da oben ist der nächste Bereich, da warten ein paar Spinnen drinnen. Ins Händchen. Komm, Trinko. Ui, da ist er. Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Große Truhe. Stand. Ich glaube, hier war schon ziemlich lange niemand mehr. Rivelio. Oh, da ist sonst nichts mehr. Nein, da komme ich nicht vorbei. Ist auch nichts, außer dass das Feuer angeht. So. Ach hier. Mhm. Kleine Spinnchen. Ach hier. Niente. Was liegt da? Achso, das ist der Griff. Da haben wir Mega-Power-Tränke. Boah, das heißt, da wartet anscheinend wieder ein Kampf auf uns. Und da Mega-Power-Tränke sind. Da haben wir alles. Passt. Das Ziel, dass die Augen verlieren. Ich muss nur kurz. Wo bin ich reingekommen beim ersten Mal? Ich muss noch mal ganz kurz in den anderen Geheimgang, wo noch einmal Knochen waren. Die haben aber nichts bewirkt und ich weiß nicht warum. Die waren da hinten. Vielleicht jetzt, wo der Sebastian mit ist. Kommt der mit mir? Dass ich einen brauche, weil da waren die Knochen. Oder das ist der. Das ist der Weg am Ende dann, weil da baut er mal kein. Da baut er mal aus die. Ah, wui. Jetzt tu das. Vorher das nicht da. Jetzt hast du das vorher nicht da. Mau, Alter. Ins Zentrum. Nur, dass es jetzt irgendwie der Maus holt da. Knochen. Wurde das jetzt vergeigt, oder was? Ah, jetzt liegen sie da. Okay. Passt. Dann müsste das jetzt funktionieren. Normalerweise so. Hallo. Nochmal, machen wir so. Ja. So müssen wir da eigentlich zusammenbauen, die Brücke. Jawoll! Wackelige Knochenbrücke steht.
Wenn ich mich nicht immer verdrucken täte. Das war klasse. Die Frage ist, das jetzt der richtige Weg oder ist das Option? Ah, das ist jetzt die andere Seite von dem. Okay. Es gibt Loot. Jawohl. Dann haben wir das ja alles. Da. Das war der Öffnungsmechanismus. Passt. Oh, da oben ist ja noch immer. Ah, das ist der Quader, mit dem ich da in den Raum gekommen bin vorher. Passt. Dann gehen wir weiter. Da bin ich dann da durch die Knochenpassage gegangen. Dann durch die Knochenpassage. Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. So geil. Aber den kann man halt nicht ausweichen bei der Attacke und dann nicht mit. Ja, nicht ausweichen. So. Den großen, den machen wir so. Wow. Ah, der ist kaputt. Die haben erstaunlich viel. Rote Attacken, die ich nicht blocken kann. So, tschüssi. Einen Moment lang dachte ich, das hört nie auf. Das waren jetzt echt viel. Aber nichts gegen den Kampf gegen die Ladenbesitzerin, gegen die ehemalige. So. Wobei die Akromantula damals, die war auch richtig heavy. Die hat mir 3 Versuche gekostet. Sackgasse. Na toll. Alles umsonst. Warte mal. Gib noch nicht auf. Ich will nicht immer gleich aufgeben. Du nicht gleich aufgeben, Sebastian. Zumindest habe ich jetzt 2 unverzeihliche Flüche schon. Gut, was haben wir da jetzt? Schauen wir mal. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Oh oh. Ich hab keine gute Idee. Ah, kein gutes Gefühl. Das ist diese Illustration vom Relikt. Muss man da 3 Leichen um sowas platzieren? Was heißt das? Sebastian, das Relikt. Sieh nur. Oh mein Gott. Ist das möglich? Oh mein Gott. Ich hab Angst. Ich hab richtig heftig Angst, ich muss jetzt fix Imperio oder irgend sowas einsetzen. Da ist ein Megapower-Trank drin, den kann ich benutzen, weil ich eh voll bin. Was ist denn da drüben noch?
bevor ich da jetzt das mache. Komm ich da um mich zu der Trimmer? Hab ich den noch nicht gemacht oder was? Aha, da komme ich gar nicht um mich. Okay. Wurscht. Das mit den Relikten interessiert mich jetzt gerade mehr. Das ist sicher voll heavy. Weil das Relikt ist ja nicht unbedingt das sympathischste optisch. Und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es, ich hab Angst, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Wir brauchen es, aber wir sollten trotzdem... Egal, was im Tagebucheintrag steht. Wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung. So soll es sein. Für Anne. Ich hoffe, dass sieht sowieso aus zu dem Ende. Bringen wir es nach Feldcroft. Oh mein Gott. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Wer ist denn er da hinten? Ist das der Ominous? Oh oh. Oh oh. Scheiße, ich hab Angst. Ist das Ominous? Ominous! Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Oh oh. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Ernst sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Fuck. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut. Aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Ich fasse das nicht. Überzeuge Ominous. Weiß mir. Oder ich muss warten, bis er es zurückgelegt hat. Ich muss mich auf seine Seiten stellen. Ich muss Avada Kedavra lernen. Ich hab Angst. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen. Auch wenn sie unmöglich sind. Oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Ach, Scheiße. Wenn ihr nur wisst, was passiert. Ich hasse es, wenn ich keine Spoiler kenne. Ah, fuck. Wir brauchen das Relikt. Wir wollen da einhelfen und ich will Avada Kedavra lernen. Sebastian hat recht. Wir brauchen das Relikt. Tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Würdest du dafür deine Freundschaft aufs Spiel setzen? Möglicherweise. Wie soll ich daneben stehen und ihm dabei zusehen? Und wenn die Entscheidung nicht bei dir liegt, dann wärst du für den Ausgang nicht verantwortlich. Was in aller Welt schlägst du vor? Imperio? Na. Vergiss es. Jetzt, wo du es laut sagst, klingt es absurd. Aber ich habe eine andere Idee. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Oh mein Gott. Tu ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Sebastian, wir sind soweit. Was? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ominous schon. Gehen wir. Was? Ominous? Ich erkläre es unterwegs. Komm. Ach du Scheiße, ich glaube, dass das alles im Endeffekt richtig, richtig heftig ausgeht. Und? Es kann nicht gut ausgehen. Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance geben, dass das Relikt so wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir.
Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Sei nicht so misstrauisch, Freund. Ich wollte das nie vor Omenes geheim halten. Er versteht es einfach nicht und ich wollte nicht, dass er sich wieder so... Bist du jetzt nicht da? Aber er wartet nicht an der richtigen Stelle zumindest. Musst du jetzt nur einen Ausgang finden, dann muss es da sein. Ja. Ma Gott. Das eskaliert langsam immer mehr und mehr und mehr. Ich hab echt schon richtig Angst. Die Flüche kriege ich, glaube ich, zu einem sehr hohen Preis. Im Unverzeihlichen. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht für ihn. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Ich kann nicht einmal fliegen. Ich muss jetzt echt zu Fuß zurücklaufen. Ich finde arg, dass ich jetzt Imperio einsetzen hätte können, damit ich zum Ziel komme. Wieso kann ich nicht fliegen? Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Mhm. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrüben. Wieso racht's da so? Hat's denn da so was Giftiges ein? Das ist nicht gut. Oh! Was ist los? Oh, du siehst es nicht? Dorf. Oh mein Gott. Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Fuck! Beeil uns. Na ja, komm an. Das war eine bedauerliche Enttäuschung. Das war erbärmlich. Deine Zauber prallen an dir ab. Gott, mein Gott. Gott, mein Gott. Ins Handy. Boah, halt die Magie. Ja. Gut, dass da so beklumpert und rumliegt, dass ich schleudern kann. Das ist sehr gut. Dass es kein Friendly Fire gibt. Aha, das sind mega Power Tränke. Das passt doch echt gut, dann trinke ich mal ja. Wow! Hui, das war im letzten Moment noch die Pulsar. Was ist denn da jetzt? Der hängt da hinten fest. Tschüss. Na. Und. Oh shit. Du was? Avada Kedavra. Okay. Imperio. Kerst schon am. Oh mein Gott. Er hat sich selbst. Und. Gott. Junge!
Was hast du getan? Ich habe Anne gerettet. Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperiusfluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Ja, ich muss sagen, er hat vielleicht wirklich das Richtige da. Wenn ihm nichts anderes eingefallen ist in dem Moment. Ich meine, Expelliarmus war relativ einfach gewesen oder einfach jede andere x-beliebige Zauber. Aber ich muss leider auf seiner Seite sein. Ich brauche eine wahre Kedavra. Du hast getan, was nötig war. Und das werde ich meinem Onkel beweisen. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Weil ich es unbedingt haben will, Cerus. Ich will nicht, dass man einen Zauber führt am Ende. Sebastian und ich sind Ranrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet. Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Sebastian, warum? Danke für Ihre Hartnäckigkeit und Raffinesse. Ich habe Piers konfrontiert und er hat sofort gestanden. Dieser alte Schlick. Revelio. Darauf geeinigt, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Kommen Sie doch mal vorbei, wenn Sie das nächste Mal in den drei Besen sind. Ich freue mich sehr, wieder dort zu sein. Mr. Moon, wir reden. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt... Ich habe vielversprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebridenfreundin und wohin wir ihr, du weißt schon, was bringen können. Triff mich am Dorfplatz von Hogsmeade. Mit den unverzeihlichen Flüchen habe ich kein gutes Gefühl. Ich will einfach alle haben und dafür muss ich ihn Sebastian unterstützen. Aber ob es das wert ist im Endeffekt, schon langsam habe ich Zweifel, muss ich echt sagen. So. Nur damit ich alle unverzeihlichen Flüche kriege. Dann verfolgen wir das mit dem Ei weiter. Oh mein Gott, er will schon wieder was. In der Krypta. Aber sie will auf dem, am Dorfplatz von Hogs mit reden und am Gladwin Moon will mit mir in den drei Besen, glaube ich, reden, gell? Na, ich will es nur haben, ich will es nicht einsetzen, ich will es einfach nur haben. Und ich da. Wo sind denn die drei Besen? So, da will ich her. Dann gehe ich gleich in meinen eigenen Shop auch noch vorher. Da noch drei Besen. Ich will es nur besitzen und nicht einsetzen. Wobei, wenn man dann mehrere Gegner mit Imperio übernimmt, kann man mit einmal Avada Kedavra alle ausrotten, da immer gerade von dem, den er mal Besitz ergriffen hat. Oh, wie schön, Sie hier wiederzusehen. Wo ist meine Elfe? Da.
Vielleicht gibt es heute etwas, das Penny für sie verkaufen soll? Nur die Gegenstände, die mich schwächen. Penny wünscht Ihnen eine sichere Reise. Nein, ich weiß nämlich nicht, wie es ist. Es gibt so eine Art, dunkle Magie, auf der man sich da, also der man verfallen kann. Also der dunklen Seite der Macht quasi. Man kann schwarzmagisch werden. Und ich möchte gern das verhindern und ich will es nicht einmal ausprobieren aus dem Grund. Weil ich nicht weiß, ob das schon zählt. So, jetzt schaue ich, ob der Mr. Moon in die drei Besen ist und mir irgendwas gibt als Belohnung oder so. Ich meine, der hat mir auch Lomora 1, 2, 3 gegeben. Mr. Moon, wo ist der Mr. Moon? Ich weiß überhaupt, wo ist. Nein, er ist ja nicht da. Okay, dann schauen wir, was die Poppy Sweetin für uns hat. Ich meine, es kann sein, dass das erst zählt, wenn man es gegen einen Menschen einsetzt, aber ich will es nicht riskieren. Schlaft jetzt wieder am Baum. Ja. Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesel geben. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Kann ich jetzt hinfliegen oder muss ich jetzt hingehen? Hier sollte es sein. Aha. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Okay. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Mhm. Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Mhm. Das klingt doch ganz einfach. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Ach so. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. So erklären sie das, dass wir nicht verlieren können. Passt. Aha. War noch ein bisschen da. Bluten. Gibt es da noch mehr? Nein. Ich weiß nicht, ob ich da mich dann unsichtbar machen soll. Oh fuck. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh mein Gott. Oh gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Verschwinderinnen. Nester. Das ist gerade ein bisschen über. Feuerkelch.
die Felsen da und so. Oh, uhuhu. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Bist du auch unsichtbar eigentlich? Zumindest, was wir getan haben, wozu wir hier sind. Ja. War das ein Gegner? Dunkle Straßenköter? Ich will, will nicht das mit dir jetzt sehen. Jetzt, wo ich nicht Lumos brauche. Leichtfüßig und lautlos. Setz die Lumos wieder ein. Wie viele ist der Raum, die sie gefangen haben? Gewöhnlich braucht es mindestens 10. Wo sind sie, Smithy? Ich dachte, sie würden sich uns in Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnungen auf den Kampfring machen, aber die wahren Galeonen findet man in Akromantulas. Sie würden nicht glauben, wie viel Violet und ich vor ein paar Tagen verdient haben. Ganz zu schweigen davon, dass Spawn ja gar nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter, vielleicht nach Ägypten. Es ist so eine Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Bis bald, Angus. Wie charmant. Sie halten Kontakt zueinander. Revelio. Habe ich jetzt mal die Brücke reparieren müssen oder ist sie eh intakt? Ah. Da ist sie wieder. Super. Atemberaubend. Wow. Wenn jetzt den Drachen bekämpfen muss, dann. Fantastisch. Jetzt aber ziemlich zart. Viper Girl, bist du noch da? Ich muss dir was sagen. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Super. Das sind ja tolle Aussichten. Bin ich unsichtbar, was hast du? Kann ich da auf? Nein. Leider. Vorsichtig. Das ist wie ein Steinbruch. Das ist irgendwie eine coole Quest. So Skyrim-Vibes. Oh je, sie muss sehr hungrig gewesen sein, um einen Grabhorn zu fressen. Wow. Oder sie war auf einen Kampf aus. Ich fürchte, dass mir das nichts bringt, wenn ich mich da unsichtbar mache. Weil das dann alles geskriptet sein wird, was da jetzt als nächstes passiert. Aber ich mach's trotzdem einmal so weiter. Hilft's nicht, schaut's nicht. Ja, das war klar. Oh je, yeah, jetzt eskaliert's. Oh Mann. Halt das Ei hoch. Okay, ich kann jetzt gar nicht zaubern. Ich kann keine Zauber aktivieren. Dann warte ich den Flammenstoß noch ab. Wieso läuft er denn nicht? Jetzt da. Wo sind wir jetzt hin?
auf, oder was? Na. No. Rache ist aber fort. Nimm ich den Weg. Achso, sie ist eh schon da. Das ist ihr Revier und weiter so. Wir müssen nur das Nest erreichen. Ja, kein herzlicher Empfang. Ach, etwas von einem Kaminfeuer. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Er läuft immer so spät los. Du musst zu der Öffnung unter ihr. Öffnung unter ihr. Komm, schieß nochmal. Okay. Warum sind alle Brücken zerstört? Repar. Ich will schon gewohnt haben. Die Zauber schauen schon geil aus. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Mhm. So. Oh ja. Ich werde jetzt schon langsam einmal mich verschwinden da. Holy fuck. Hey, chill, Alter. Hallo. Wow. Ja, das haben wir. Obi. Wir haben das Ei gegeben. Braves Hündchen. Braves Hündchen. Okay. Links schauen, rechts schauen, wieder schauen. Nice. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Mhm. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Sollen wir zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Okay. Wird das jetzt noch größeres Quest? Oder Volk? Konnte ich so blind sein? Was ist denn? Okay. Hm. Na dann. Zumindest haben wir die nächste Herausforderung abgeschlossen. Und haben dafür Glückslebrechan Ensemble gekriegt. So, warte mal, da ist jetzt noch irgendwas. So, das ist jetzt aktiv. Ein Übermantel gibt es noch bei dem. Okay. Das ist dann da drinnen natürlich. Das Outfit, ja. Und da haben wir... Okay.
Da muss ich mir nur in den Raum der Wünsche das identifizieren, gell? Das passt dann jetzt eh, glaube ich, ganz gut. Müssen wir noch ganz kurz schauen, ob er da jetzt noch was anderes aktiviert, questmäßig. Na, passt. Dann hau ich mich schon in den Raum der Wünsche. Weil, da können wir ja die Gegenstände identifizieren und außerdem passt das gut. Und dann kann ich gleich wieder mal alles abernten. Ich bin stolz auf all ihre gebrauchten Tränke sein. Megapowertrank geht eh nicht, da bin ich full. Mhm. Ah! Der Umhang, der pusht mich sogar. Hoppala, was tust du denn? Schau, er kann die Alraune nicht sammeln. So, weil es full sind. Halt das. Jetzt habe ich den Verteidigungstrank aus Versehen getrunken. Dann will ich da was anderes pflanzen. Kann ich, wenn ich Moser, den Darkhuller oder Kohl, Kaukohl pflanzen? Ja, wurscht, das machen wir dann, wenn ich die Alraune verwendet habe. So. Dann werden wir jetzt das machen müssen mit Sebastian. Das ist endlich den letzten unverzeihlichen Fluch krank. Wo ist die Krypta? Wo ist die Krypta? Es ist immer so kompliziert. Ich glaube, dass das der schnellste Weg da um ist, wie die Krypta sich am Boden unten. Wenn man das ein bisschen besser sehen könnte, das wäre halt super klasse. Das ist so ein blöder Winkel. Dass ich oft gar nicht so recht einschätzen kann, wo das alles ist. Ja, ich glaube, dass das die schnellste war. Das will mit Ominous so eskalieren. Nicht, dass wir dann am Ende wen opfern müssen. Mit der Vada Kedavra. Das will ich auf keinen Fall. Da war fast gut, ich mich jetzt spoilern. Sie weiß, was da alles passiert. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Oh Mann. Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha. Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Also gut, halt mich auf dem Laufenden. Was für ein Wappen schickst du Anne? Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten.
Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Passt. Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir den Dialog erledigt und jetzt können wir uns wieder der Main Quest widmen. Was nehmen wir da als nächster? Das ist auch mit dem Sebastian oder das ist Koboldogak? Das ist eine schwerere Quest, da brauche ich 22, da brauche ich nur 21. Mit dem Amid. Astronomieflügel. Ja, ist klar, dass der Amid dort ist. Wenn er Astronomie-Fan ist. Amid Koboldogak, haben wir gesagt, aber warum kann der das eigentlich? Oder das erklärt, das weiß ich nicht mehr. Ui, der Beefs rutscht da beim kleinen Tobi. Hoppala, Entschuldigung. Oh, hallo. Hallo, Amid. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Mhm. Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut okay. Zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut. Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Aha. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Okay. Triff dich am Eingang der Mine mit Lodgok. Alles klar. Kann man jetzt noch einen anderen Quest eigentlich beginnen oder ist das jetzt der gestartete? Na, jetzt kann ich einfach beim anderen weitermachen. Das ist aber richtig cool. Triff dich am Eingang der Mine mit Lodgok. Komisch, dass ich jetzt, dass man den auf der Karte nicht sagt. Egal. So, ich muss jetzt nur einen großen goldenen Klecks finden. Und das ist natürlich die Mine da ganz unten, wo ich gesagt habe, das brauchen wir mal dringend. Und bin jetzt richtig froh, dass ich da schon aufgeräumt habe. Boah, sonst hätte ich da jetzt einen richtig weiten Weg gehabt, einen heftig weiten. Weil da habe ich aufräumen müssen. Und da waren so viele Gegner. Das habe ich abseits vom Stream gemacht und das hat so lange gedauert. Da bin ich froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Oh, warte. Jetzt hänge ich da fest. Ein Freund der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Aber warum? Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt. Es scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Oh, verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahrer von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall.
Rainrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhängen. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganac und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Rainrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Rainrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Amit. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gok. Es ist mir eine Ehre. Okay. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Oh. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Oh, oh. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldugak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lord Gok. Nur Lord Gok. Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, das da ich ja nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Rainrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Rainrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Okay. Amit und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Wieso hast du dann überhaupt mit uns da drauf? Wieso hast du dann da mit uns drauf? Also dann riskierst du, dass du gesehen wirst. Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? So, da war ich eh schon drin. Die beobachtet uns. Ja, aber... Das muss hier checken, dass sie aufgeht, die Tür. Okay. Interessant. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht checkt, dass die Tür Auge hat. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Ja, also das bisschen, das habe ich eh schon. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Sei leise jetzt einmal. Diese Maschinen laufen mit Dampf. Interessant. Okay, ich kann die Map nicht öffnen. Warum kann ich die Map nicht öffnen? Zumindest war ich da noch nicht. Ich fasse es nicht. Wir sind in einer echten Kobold. Ach hier. Reveli. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas ganz anderes. Ach hier. Was muss ich mit den Felsbrocken tun? Muss ich die mitnehmen oder was? Reveli. Da angezogen, dann sind die Dinge runtergefallen, oder? Vingadium Leviosa. Hä? So, das ist eine normale Taschen. Aber da war ja ein Felsen drinnen, oder? Ja, das ist ein Felsen. Muss ich den mitnehmen, oder was? Den Felsen?
Ich nehme den jetzt einmal mit. Du wirst bereuen, hier zu sein. Amit, bleib in meiner Nähe. Ich hatte schon mit übleren Gegnern zu tun. Entschuldige doch bitte jemand anderen, wenn es dir nichts ausmacht. Da war gut, um ein paar zumindest mit Petrificus Totalus erledigen. Petrificus Totalus, wo sind die Pläne abgeblieben? Gerade eben hatte ich sie noch in der Hand. Ist da jemand? Ich bin ein Kobold, kein Schwert! So, da haben wir noch ein paar Sachen zum Schmettern. Das ist alte Magie. So. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. So, das Auge da oben. Darf mich nicht sehen. Aber was zum Teufel hat es mit dem Felsbrocken auf sich? Wir werden beobachtet. Von einer Tür? Ja. Das ist mir schon klar, aber was hat es mit dem Felsen zum tun gehabt? Das ist wie die Kisten. Die lassen mich nur durch, wenn ich wenn ich unsichtbar bin. Wenn sie mich sehen, lassen sie mich nicht durch. Kapfringo. Revelio. Ich verstehe jetzt nur nicht ganz. Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Was mit dem Felsen auf sich gehabt hat. Wahrscheinlich nur Gimmick. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Revelio. Kommen wir schon noch drauf, Amit. Da kommen wir schon noch drauf. Da oben sind Kobolde. Ich bin jetzt gespannt, was der richtige Weg ist und was der optional ist. Wo ist noch ein Plan? Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Ui, das ist ein Vieh. Bring mir einen Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Da muss man schon ganz schön blind sein, wenn man mich da jetzt nicht sieht, aber ich muss so viel mit Petrificus Totalus ausschalten, wie nur irgendwie möglich. Und dann so viel Trimmer schmeißen, wie nur irgendwie möglich. Ich hoffe, dass der da jetzt noch recht zu mir geht, ganz. Dann kann ich den zumindest auch noch ausschalten. Was mache ich hier? Dieser Machtdienst ist sinnlos. Das war knapp. Das war richtig knapp. Ja, ich habe es bald geschafft.
spüre es. Was wartest du bis zum Sterben hier, was? So. Zu viel. Halt dich an mich. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Noch ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Ja. Bisschen Mega-Power-Trank. Rebellion. Jetzt glaube ich nur, dass ich mit zurück muss. Aber da waren ja die anderen. Waren die da oben? Die drei oder die? Die gerne auch noch kennenlernen. Einer reicht mir schon. Alter, wieso habe ich ihn jetzt nicht betrifft, dass du da alles einsetzen können? So. Ah, da ist eh wirklich noch was. Faszinierend, Kobold-Handschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Das ist richtig gut gemacht, weil da so viel optional ist in Verbindung mit Essentials. Also man kann da gut looten und gleichzeitig muss man aber alles durchsuchen. So, jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz da retour. Da oben ist ja auch noch immer was. Wie komme ich da jetzt wieder hin? Ah. Komm ich da hin, bitte? Aha. Es ist... Nein, nein, doch nicht. Ich glaube, da komme ich vielleicht durch. Aber nein. Ah, warte mal. Ach hier. Was hat das jetzt gebracht? Wozu habe ich da jetzt anziehen können? Das ist ja komisch. Ah, jetzt ist es aufgegangen. Das hat jetzt ein bisschen dauert einfach, deswegen. War es nicht gelaufen. Wie kriege ich das auf? Mit Leviosa? Levioso! Ah, mit Leviosa, na? Aha. Dann ist da was zum Sammeln. Und dann ist da wie normalerweise die Truhe. Jawohl! Das ist so cool. Wenn man da optional so Gegenstände findet, könnt ihr jetzt oben springen? Ja. Nice. Passt. So, aber was es mit dem Stein da drüben auf sich gehabt hat, das ist der Stein. Das weiß ich bis jetzt nicht. Aber ist wurscht. Wahrscheinlich muss ich ihn mitschleppen einfach. Gut, da habe ich glaube ich alles, gell? Da ist auch nichts mehr. Da war ich oben. Da habe ich den besiegt, oder? Rebellion. Da ist auch nichts mehr. Das passt auch. Passt. Sehr gut.
Ich bin leise. Ja, du, wie kann er mehr auftaucht sein, seit die dort war? Confringo. So, ist dort irgendwo was aufgegangen, was passiert? Mega Bautrank, ich kann mehr drogen. Die Tür, oder? Aha. Gold. Aber die Tür ist sowieso offen. Also das ist wurscht. Und da ist eine Treppe nach oben. Was bringt die Treppe da? Gar nichts. Wird es da nichts geben? Reißt mir das mit? Ah, das dürfte der richtige Weg sein. Ja, dann nehmen wir vorher da. So. Ist noch einmal ein optionaler Weg. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist das arg, wie viel man da entdecken kann, das ist echt abnormal. Das ist ein goldener Sack. Ja, da ist er. Was betet man in dem Spiel ohne Revelio? Da waren wir ja hoffnungslos aufgeschmissen. Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Mondstein. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Revelio. Oh, da ist alles voll mit Mondstein. So. Wir dürfen uns jetzt nicht darin verfangen. Okay. Es war wieder nur optional. Witzig. Schaut aber cool aus. Lumos. Lumos. Natürlich. Da warten die Bösen schon. Oh, das ist ein Vieh. Ich komme gar nicht rein. So viel mit Stealth erledigen, wie es nur irgendwie geht. Bei jedem, den ich mit Stealth sofort ausschalte, der ist noch und kein Gegner. Die anderen sind weg. Aber wie dumm bist denn du da oben? Okay. Was gibt es denn hier noch? Das waren sicher die letzten Armeen. Das war ein bisschen zu einfach gerade. Wo ist die Tür wieder? Revelio. Das ist ein Mega-Power-Trank, den kann ich eh nicht sammeln.
hier. Sie können da nicht aufziehen. Komisch. Das ist ja eigenartig. Kann da nicht aufziehen. Da ist eine Kiste. Wieso geht das nicht? So. Das muss wahrscheinlich erst aktiv sein. Ja. Wird da jetzt was passieren, oder? Ja. Ah, wohl. Ist das jetzt optional, oder? Na, das ist sicher richtig. Wie na? Scheiße. Ah. Ah. Dann werden wir vorher dort die Pläne brauchen. Nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Nordgog Bericht. Ja, aber das hätte ich ohne Kobold auch gar kein gewusst. Reveli. Da hätte ich jetzt kein Kobold auch gar gebraucht. Und können verschwinden. Revelio. Schauen wir mal, ob es wirklich so einfach wird. Da habe ich so meine Zweifel. Das ist auch nicht so klar, die Höhle. Warte mal, da ist ein Gang zu einer Truhe. Ah, das ist Aromora 2. Sehr gut. Lootraum, ja. Revelio. Mir ist klar, es ist mit Alohomora gesichert und das ist optional. Ich muss ja Alohomora gar nicht beherrschen. So, aber wichtig ist, dass ich es beherrsche, wie man jetzt wieder gesehen hat. Aber wieso wird die Dinger da nicht. Was muss man denn nicht. Achso, das sind nur blaue Sachen. Die sind wurscht. Die habe ich aktiviert. Da muss ich auf. Muss noch was richtig Großes auf mich warten. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, ja. Der Aufzug. Oh, ein willkommener Anblick. So einfach wird es nicht sein. Und ich bin mir noch immer nicht sicher, ob er nicht der Verräter ist da draußen. Der Lotgok. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das nicht der Verräter ist. Koboldogak. Ich finde es nur witzig, dass er ihn gar nicht braucht hätte in Hamid. Weil das die letzte Skizzen, der letzte Plan war einfach eine Grafik. Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Können wir machen. So, Koboldogak. Können wir darüber reden, was gerade passiert? Das war halt so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Hamid. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht. Doch. Muss ich jetzt mit Lotgok sprechen? Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch was? Irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Du hättest die Pläne einfach alle mitnehmen können und jetzt in Lotgok sagen.
Hoppala, ich verdruck mich jedes Mal. Na, jetzt trinke ich noch einen, ich Trottel. Ist eh wurscht. Ich wollte den Maxima-Trank da aktivieren. Ah, die Alraunen sind noch besser, weil da habe ich so viel für die. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Aha. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja, aber woher... Professor Figgs Frau. Er hat von ihrer Forschung erzählt. Und ich weiß von dem Behälter. Mhm. Ah. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Aber leider. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Mhm. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist. Mhm. Du glaubst, Ranrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Ranrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass Sie mir das sagen. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Ranrock hat Bradbaughs Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Bradbaugh irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Ranrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Ranrock weiß. Ich schicke meine Eule. Also kann man ihm doch vertrauen. Kikariki Koboldogak.
So, was haben wir da jetzt? Das ist alles aktiv, aktiv, aktiv. Barf hat man noch viel. Gut. Jetzt muss ich das schnell. Aha, eine Sammlung aktualisiert. Also, dass ich das alles voll krieg, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Es ist doch sehr, sehr viel alles. Aber das wissen wir, dass ich das ja nicht angestrebt habe. Mir geht es ja in erster Linie darum, die Hauptqueste zu beenden beim Spiel. So wie bei allen Spielen, die wir spielen. 100% Livestream, der. Das bin ich nicht gemacht. Und das bringt irgendwie wenig, kommt mir vor. Und ich glaube, wir haben noch gesagt, beim Mantel ist einer dabei, der mich stärker macht. Er pusht mich. Ja, ich muss nur wieder optisch ersetzen, weil der schaut nicht gut aus. Wo ist mein schwarzer Mantel? Hä? Wie viel ist denn das der? Ah, der. Passt. Und im Inventar haben wir auch noch was. Keine Ahnung, was ich da gehabt habe, aber es ist weg jedenfalls. Ah ja, und bei den Aufträgen kann ich jetzt schauen, da haben wir jetzt eh nur eine Mainquest, glaube ich, momentan. Im Schatten der Mine, genau. Und da müssen wir wieder ein Sebastian treffen. Hat aber nichts mit den unverzeihlichen Flüchen zu tun, sondern es ist jetzt eine Mainquest mit Sebastian. Da werden wir den Weg einschlagen. Weil da bin ich schon auf der Ebene oben. Das passt dann, glaube ich, ganz gut. So. Rebellion. Das kann ich gleich ausnutzen. Ey, warte mal. Was ist denn das da? Sumpfkratlerwarnung. Eine Sumpfkratlerwarnung? Aha, die taucht aber gar nicht im Inventar auf. Okay. Aber warte mal. Da ist ja eine Truhe drinnen in dem Haus. Wie komme ich in das Haus rein? Durch die Tür, schätze ich mal. Hey, das ist ja noch eine Nachricht. Die Distel der Zaubererwelt, Teil 1 von 3. Was zum Teufel? Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel zum Lesen, muss ich sagen. Aber das dürfte eine Quest sein, optionale. Schauen, was der Sebastian da jetzt wieder für uns bereithaltet. Was wir wieder für Schandtat tun sollen. Ich glaube, langsam ein bisschen Angst fein, muss ich sagen. Ich wusste doch, meine Eule weckt dein Interesse. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Oder? Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe. Wer geht auf das Haus ein? Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Ich probiere es mal mit Stealth. Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon.
Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Da vorne sind sie. Geh du voran. Revelio. So, Konzentration. Wer es versucht, muss sterben. Renrocks Anhänger meinen es ernst. Hey. Petrificus Totalus. Das hat schon mal hingehaut. So weit, so gut. Das sind alles mega Bautränke gelandet. Mir ist das einfach wurscht, dass der jetzt da gegen sind. Schau, der tut sogar nicht. Ah, dem ist das wirklich Buttel. So, das sind die grünen, sind mega Bautränke. Nächste. Next one. Revelio. Dreh die weg von mir. Der hat nicht lang Verdacht geschöpft jetzt, der Bursche. So. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Wieso hänge ich da fest? So. Das sind so viele Megapower. Revelio. Dem jetzt nichts helfen. Ich glaube, nur die Grünen sind Mega-Power-Tränke. Das heißt, ich kann jetzt die Kisten da nicht plündern. Weil da Mega-Power-Tränke sind. Oder was? Ja. Tatsächlich. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Bis jetzt ja, da? In der Tat. Hat es da keine Probleme gegeben? Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Ja. Revelio. Aber das machen wir nicht. So leise wie nur irgendwie möglich. Mir macht ja nichts aus, wenn wir kämpfen müssen. Wir sind nicht stark. Aber mir geht es um das, dass ich unnötige Kämpfe vermeiden kann. Mehr, dass ich ausschalte mit Petrificus Totalus, umso leichter wird es im Endeffekt dann. Wobei da. Okay. Ein Moment. Damit kommst du nicht davon. So, das können wir ja fast laufen. Ja, ich würde gern. Ja. Und tschüss. Naja, der wird auch kein Problem mehr sein, der Bursche. Incendio! Levioso! Impulso! Ringo!
und tschüss. Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ziemlich relativ. Wie war? Das war relativ spaßig. Jetzt wieder in die Mine einmessen. Was haben wir da herüber? War nix mehr. Leiser sein als ein Jobbernoll. Was ich immer Jobbernoll ist, das. Wenn ich es schon mal gewusst habe, habe ich es vergessen. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Wie schön. Haben wir schon gedacht. Das bin ich ja schon gewöhnt. Nachdem da jetzt lange Spinnennetze sind. Das habe ich mir schon gedacht. Das dürfte optional sein. Voran. Hä? Das ist ja nicht der richtige Weg, das ist ja ein anderer Weg. Wie jetzt? Sagen wir jetzt nicht, ich hätte einen optionalen Weg gehabt. Weißt mir. Das ist ja voll geil, es hätte einen optionalen Weg gegeben. Coole Idee! Nur muss man es halt wissen. Für einen Speedrun sicher nicht so schlecht. Jetzt bin ich gespannt, was das für eine Spinnenhöhle wieder wird. Ist wahrscheinlich wieder Akromantula. Irgendwo. Still wie ein Grab. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Ich hab den Helm nicht angefasst. Aber danke, dass du als erstes mich verdächtigst. Immerhin weiß ich jetzt, wer meine Freunde sind. Petrificus Totalus. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach den Berichten geschlossen. Jetzt verstehe ich warum. Das sind so viele Mega-Power-Tränke. Marvin-Kraut. Marvin-Kraut habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Incentrum. Wollt ihr um mich springen? Ja. Das ist wieder ein richtiges Action-Adventure da jetzt. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Okay. Das war ein Eindringling! Scheiße. Fuck, Alter, jetzt bin ich auf der falschen... Muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Wo ist die Kiste? Revelio. Wo schwebt eine in der Luft? Incentrum. Geht das ein Spinnen? Konfrigo. Incentrum. Das ist aber nicht die. Der Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge. Ja. Aber da, die Kisten ist ja unterhalb, oder? Ich hatte mit denen nichts zu... Was tust du, Sebastian? Was hast denn du jetzt vor da? Komm ich da jetzt noch zu der Truhe, oder?
Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen. Jetzt taunzt der da drüben noch immer mit um. Alles ganz reizende Eigenschaften. Da ist auch noch eine Truhe. Aber wie komme ich zu der Truhe, die mir da angezeigt wird? Die ist unter mir oder was? Weil die kommt erst wahrscheinlich. Jetzt muss man die wieder weg da. Wurscht, so, dann gehen wir da weiter. Ich hoffe, der Sebastian kommt an und hoch. Und hängt da nicht fest. Oh nein, da ist er schon. Jetzt geht's da weiter obi? Oder da? Ich glaube nicht, dass ich das überlebe, wenn ich da oben bohe. Die würde wahrscheinlich außen um und um gehen müssen. Was ist da? Nix. Dann wird es eine kleine Rutschpartie geben. Ja. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Ist das Spinne? Oder Kobold? Da ist zumindest eine kaputte Brücke. Schaut aus, als wäre das eine Höhle, wo der Golem lebt. Okay, beim Schwimmen wird er sichtbar. Das ist schon mal D. Ah, da geht aber nichts. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Dann komme ich da wahrscheinlich irgendwie aus der anderen Richtung. Halt, der Fisch. Alter, die Fische sind gerade rausgesprungen und jetzt links da. Was ist denn das für eine Liebe zum Detail? Das traut man dem Spiel gar nicht so zu. Ich meine, dass es sehr detailverliebt ist an gewissen Stellen. Das haben wir schon gesehen. Okay, da geht's einmal weiter. Das war's jetzt. Kann ich jetzt wahrscheinlich da. Ja. So, nein, das ist die geöffnete Truhe. Ist das noch optional? Keine Spinnen, das ist aber wurscht. Aber wo? Wie komme ich dann da um mich? Ich komme jetzt ja trotzdem da nicht vorbei. Interessant. So. Achso, das ist einfach da drüben. Komme ich dann wahrscheinlich über den regulären Weg um mich. Weil es dann noch links weitergehen wird, oder? Ja, sicher. Oh, geh in das Sammlungsmenü, um mehr über Fähigkeiten und Schwachstellen von Gegnern zu erfahren. Ist das eine besessene Spinne? Da haben sie auf jeden Fall ein paar für die Kobolde erwischt, die Spinnen. Geht's jetzt echt da weiter?
Oder habe ich was übersehen? Das gibt's ja nicht. Na wurscht, ich sehe es eh gleich. Ob es dort einen Rundgang gibt. Wir werden schnell mit ihnen fertig. Ja. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Renrocks Anhänger Stream haben praktisch Danger. Den Krieg erklärt. Lumos. Lumos. Komm, trink! Das ist optional. Das ist auf jeden Fall wertvolle Truhe. Nicht identifizierter Gegenstand. Lumos. Was haben wir da? Aha, Dekor. Rebellion. Aber da drüben ist noch immer eine Truhe. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ah, da ist eine Bretterwand. Lumos. Die Bretterwand. Die kann ich zerstören. Rebellion. So wie der eigentlich. Das waren jetzt die Kisten da. Jetzt kommen die noch. Das sind viele Gegner. Ah, shit. Die Spinnenhöhlen überall. Incendio. Dürfte keiner aufgefallen sein. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Rebellion. Aber jetzt ist ja da schon wieder. Das gibt's ja nicht. Ist das da drüben jetzt oder was? Warte mal. Ah, das muss da auf der anderen Seite sein. Ja, das ist bei den Gegnern. Und da drüben habe ich auch Sackerl übersehen, aber das könnte einfach nur ein mega Powertrank gewesen sein. Dann habe ich es nämlich gar nicht übersehen, weil dann habe ich einfach nicht mehr drohen können. Ja, sicher. Das ist. Und das ist mir wurscht da drüben. Das ist eh nur Geld und maximaler Megabautrank, den ich nicht tragen kann. Das kann nicht so viel sein, so. Der nächste Kampf steht uns bevor. Ah. Ja, ich bin rechtzeitig unsichtbar geworden. Hoppala. Macht nix. Das wäre eine gute Mahlzeit. Da oben ist einer, den darf ich nicht übersehen. Du wirst bereuen, hier zu sein. Alter, was war denn jetzt bitte los? Ah, jetzt kommen Spinnen auch noch. Ja, dann.
Okay. Mann, ja, ich hab nicht auf Ärm gezielt. Der nervt um, aber gewaltig. Tja, wieso kann ich auf den nicht zielen? Der ist so in so einer unguten Situation. Ah, Position. Du bist nicht übel. Und als Ravenclaw musst du noch eine Menge lernen. Gut. Inzentrum. Warum die Rune ist. Was? Wenn wir noch die Dinger da holen, wenn ich da bin. Und da ist noch einmal so ein Symbol. Und da ist auch noch einmal eins. Passt. Ein Runensymbol. Über der Höhlentür. Ja. Renrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Was wüssten jetzt leider? Na, jetzt passt's gut. Es funktioniert immer so schlecht. Lumos, Lumos. Wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern, leer. Ja, leer vor Trauer, aber auch, ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten noch eine sehen, aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Was hast du da? Ein Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Ja. Da ist halt zumindest der Portal wieder. Ah, okay. Aha, du gibst wieder einen eigenen Poppy-Auftrag.
so viele Fähigkeiten gibt. Es ist unglaublich. Zu irgendeinem Übersehen. Da. Würde mir jetzt eigentlich im Inventar anschauen, was das jetzt mit dem auf sich hat. Da. Wow, da wird es echt viel Dokumente gefunden. Das zweite Stück Leinwand. Genau, da haben wir ja gesagt, da fehlen die Leinwandteile. Kann mich wieder erinnern, ja. Passt. So, da haben wir jetzt alles erledigt. Dann werden wir schauen, was der Sebastian sagt. Ist das jetzt wieder so ein Bosskampf? Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber überaus faszinierend. Gut. Jawohl, ich die Verdorsa. Ich glaube, dass ich das Verdorsa jetzt gar nicht benutzen kann, obwohl da die Scheiben ist. Das ist der Moment der Wahrheit. So. Es muss passen. Es wird passen. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Okay. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Das ist der Gebiet, das Gebiet rechts unten, glaube ich. Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ich sage jetzt nichts. Jemand, der Renrock persönlich kennt. Ich wurde gebeten, den Namen nicht zu nennen. Ein Kobold? Sag, dass ich mich irre. Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Scheiße. Ich hab die immer unterstützt. Vielleicht hatte dein Onkel recht. Oh! Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh, ich weiß genau, wann's reicht. Unglaublich. Scheiße. Er ist immer so diplomatisch und freundlich und jetzt sagt er sowas. Ich hoffe, dass ich mir jetzt Avada Kedavra nicht verhaut habe. Ah, er tanzt wieder im Kreis. Okay. Was ist mit ihm? Ich glaube, sein KI hat ein bisschen einen Schaden. Ich hoffe, Professor Fitz... Meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Mhm. So, das sind wieder die optionalen Aufträge jetzt mit dem Besen. Jawohl. Und die Schulleiterin spricht. Das ist der nächste Hauptquest. Alles klar. Das mit der Poppies, glaube ich, mache ich dann auch natürlich noch, aber heute nicht mehr. Und der Himmel ist die Grenze, ist die nächste Besenerweiterung, der interessiert mich schon auch sehr. Also Besenerweiterung, Poppy und dann Schulleiterin. Ich habe jetzt echt richtig Angst, dass ich mir das mit Sebastian jetzt vollgas verhaut habe. Ich hoffe so, dass ich mir das nicht verhaut habe. Ich werde meinen leeren Speicherstand jetzt benutzen. Ah, das nervt. Gut, passt. Dann los ist für heute, Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann wieder dabei. Bis dahin passt ganz gut auf euch auf. Bleibt gesund und einen schönen Abend noch. Baba, ciao, viert euch.